Wir starten heute mit der Ernte der Wintergerste und ernten die als Feuchtgetreide mit 20%, säuern die ein, mahlen die hier direkt auf dem Feld und füttern die an die Schweine. Und besonders ist heute, dass wir hier einen Niersensor an dem Drescher verbaut haben. Das ist das Grain Sensing System von John Deere, mit dem wir in dem Körnerelevator Körner abgreifen, über eine Schnecke an dem Sensor vorbeiführen und auf der Rückseite wieder in den Körnerelevator entlassen. Dieser Nahinfrarotspektrometer misst dann mehr Werte im Getreide. Wir können zum Beispiel Protein im Getreide erfassen und damit Rückschlüsse auf unsere Düngung schließen. Also wir haben nicht nur, wie viel Ertrag ernte ich, wo auf welchem Quadratmeter, sondern auch in welcher Qualität, mit welchem Proteingehalt. Und so können wir Zonen im Feld definieren, wo wir zu viel gedüngt haben, mehr als das Ertragspotenzial des Bodens hergab, oder auch wo wir zu wenig gedüngt haben, wo wir das Potenzial nicht voll ausgeschöpft haben. Und damit hoffen wir einfach in den nächsten Jahren unsere Düngung noch weiter zu optimieren und noch mehr Dünger einsparen zu können.